Warum müssen die Gegner immer treffen? Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fertig. Wir spielen heute wieder eine Runde H1Z1 King of the Kill Battle Royale und sind mal wieder alleine hier am Stüssel, meine Friends. Das liegt daran, dass wir gerade 22.20 Uhr haben und Eifel schon schlafen ist und die Server auch erst seit kurzem wieder online sind, weil es gab ein Update heute, also für euch gestern. Das will ich euch gleich auch präsentieren, zumindest ein paar Sachen daraus. Natürlich kann ich nicht alle präsentieren, weil wir sind A nicht auf dem Survival-Dings, weil es gab auch Updates für den Survival-Server sogar. Wooden Errors sind hier nur. Wir sind hier in Normpine, eigentlich kann man da mit anderen Errors rechnen. Aber okay, zack, Waste Pack am Stüssel, hier ist nix, hier ist nix. Was liegt hier für eine Piste? Okay. Hier ist auch nix. Okay, gehen wir mal weiter. Es gab ein paar Änderungen, die haben ein bisschen was am Sound geändert, fand ich jetzt gerade. Das stand ehrlich gesagt nicht in den Patch Notes. Es gibt eine neue Crate, die habe ich netterweise auch direkt mal bekommen. So eine Wasteland Crate werde ich dann erstmal verkaufen, sobald es möglich ist. Dauert, glaube ich, immer ein paar Tage. Die Rucksäcke haben die neu gemacht. Die sehen jetzt auch aus wie, also hier, das ist Military und der andere, den wir gerade gesehen haben, ist normaler. Das hat man auch gesehen. Ansonsten gibt es nicht viele Neuerungen eigentlich. Außer, dass es, wie gesagt, eine neue Crate gibt auch. Und das hatten wir ja schon. Hier, die Dinger sehen auch eher aus wie... Ich glaube, die waren vorher aber auch schon ein bisschen so in dem Design halt. Kann man das Design nennen? Ich weiß es nicht. Ich nenne es einfach mal Design. Gucken wir mal hier, ob hier noch irgendwas Nettes liegt. Sieht aber in der Tat nicht so aus. Deswegen nehmen wir mal den Jeep und fahren Richtung Kirche und dann irgendwo hin zum Looten. Steht hier vielleicht noch ein Jeep? Hier vorne steht noch einer. Dann nehmen wir doch den Jeep und fahren dann mal zur Kirche zum Looten. Außer wir finden jetzt noch einen Jeep auf die Schnelle, aber glaube ich nicht. Dann nehmen wir doch den Jeep und fahren mal schnell zur Kirche zum Looten. Eieiei, Freunde. Hab jetzt hier drei Jeeps in kurzer Zeit. Das ist echt, Lompine ist echt immer so ein Jeep-Magnet irgendwie. Ich könnte wetten, da steht noch einer oder zwei. Ja, ich gehe jetzt nicht gucken. Weil wir wollen spielen. Wir wollen H1Z1 mal wieder spielen. Ich habe ja jetzt mit The Culling angefangen auch. Ich probiere das immer im Wechsel zu bringen. Ein Tag The Culling, ein Tag H1Z1. Halt immer abwechselnd. Hier ist schon wieder Sprit, Das gibt's doch nicht. Hier liegt doch Shotgun Moon, aber nur. Zack. Da vorne war auch schon wieder, habe ich schon gesehen. Das spricht eigentlich dafür, dass bei der Kirche nichts ist. Aber wir werden trotzdem noch zur Kirche gehen, weil da öfter mal Moon liegt. Wertvolle, die wir gebrauchen können. Deswegen werden wir zur Kirche fahren. Sprit haben wir jetzt erstmal auf jeden Fall genug, aber da steht auch noch ein Polizeiauto mindestens. Und ich meine, ein Pickup gesehen zu haben. Beim Jeep bin ich mir jetzt nicht sicher, aber Polizeiauto und Pickup auf jeden Fall. Bam. Guckt euch das an, Freunde. Pickup, zack, zack, zack. Wir haben jetzt gleich... 7-mal Sprit. Ohne, dass wir wirklich was gemacht haben. Groß. Also wir sind ja nur die 5 Meter gefahren. Und 7-mal Sprit. Das macht Spaß, ne? Also, werfen wir mal den Kackhelm weg. Was liegt hier für eine Waffe? Piste. Ey, ich brauche irgendwas mit Wumms jetzt, Freunde. Was liegen hier für Pfeile? Wurden, wurden. Also geht's nach oben. Ah, ich dachte kurz, die Shotgun liegt da nicht. Hier nix, da nix. Military Backpack lag da wieder. Hier vorne liegt noch eine Shotgun. Nehmen wir erstmal mit. Dann nehmen wir die AR hier mit. Wir haben noch kein First Aid Kit. Das ist ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Packen wir mal hier die Shotgun hin.
Die Fort Granite nehmen wir dann gleich auch noch. Was ist das für eine Stun Granite? Die brauchen wir nicht. Ich tue mal kurz die Chips-Tüte beiseite. Nervt mich schon eine ganze Zeit. Frag Granite nehmen wir mal mit. Was liegt da noch? R380, die brauchen wir nicht. Dann gehen wir mal hier raus. Die haben den Sound ein bisschen verändert, fand ich zumindest in der Wartelobby. Das stand, wie gesagt, nicht im Dings, im Log, aber die Polizeiautos hörten sich auf jeden Fall ein bisschen anders an. Und was sie noch verändert haben, was mir direkt aufgefallen ist, ihr seht 6 Bandagen. Es gibt kein Gauze mehr. Das heißt jetzt alles nur noch Bandagen. Ich sehe mal gerade die Safe Zone, die ist eigentlich kacke. Wir fahren noch mal kurz nach unten eben. Um dann gleich von da nach oben zu powern, aber einfach noch mal gucken, ob wir noch ein Auto finden. Auf die Schnelle. Vielleicht dann noch ein Jeep hinten am Dings. Hier vorne steht, glaube ich, noch ein Picky Pickup. Ja, ein Pickup. Na komm, dann reicht es, wenn wir hier aus dem Pickup das noch haben. Alter Schäde, dann haben wir 8-mal Sprit, meine Freunde. Das wird ja wohl ein bisschen reichen. Wir nehmen jetzt mal eine Bandage. Machen uns dann auch direkt noch eine neue. Das habe ich auch nur gesehen, weil ich halt immer eine Bandage crafte im Dings. Und dann habe ich die Bandage erstmal gesucht, weil die 6 kann man von der 5, naja, wenn man weit weg vom Monitor sitzt, nicht unbedingt direkt unterscheiden da. Also doch eigentlich schon, habe ich ja dann auch gesehen. Ja, und es war trotzdem so, okay, wo ist jetzt das Ding hin? Aber alles easy. Wir fahren jetzt hoch, wohin fahren wir überhaupt? Ja, schauen wir mal. Erstmal hoch Richtung Ranchito, würde ich sagen. Aber erst tanken wir. Einmal. Na, wir könnten noch kurz die 1% leer fahren. Zack. Oh, come on. Halt an. Nochmal tanken. Zack. Okay. Dann fahren wir mal Richtung Norden an der Baustelle vorbei und dann immer geradeaus gucken, ob wir da irgendwas finden, was wir gebrauchen können. Ja, ich hoffe, dass ich meine Wastel Crate direkt verkaufen kann. Weil normal halten die Gegenstände immer 7 Tage zurück aktuell. Aber ich will die direkt verkaufen, weil dann bringt die am meisten Geld natürlich. Wenn nicht, sammle ich auf jeden Fall ordentlich bis nächste Woche, weil 7 Tage... Ja, okay, die sind immer 7 Tage verzögert, es bringt nichts zu sammeln. Aber ich war einer der Ersten, der eine hatte, also kann ich auch als einer der Ersten verkaufen. Also ist das nicht schlecht, denke ich, auf jeden Fall. Außer die halten die Sachen derzeit keine 7 Tage zurück, dann kann ich die direkt verkaufen gleich. Dann kriege ich dafür auch noch 3-4 Euro. Dementsprechend geil wird es dann für mich natürlich, weil ich habe dann 3-4 Euro auf meinem Steam-Account für keinen wirklichen Einsatz. Mal ganz ehrlich, ich habe das Spiel gestartet, bin in die Lobby und hatte die Wasteland Crate. Das ist meine erste Runde heute, also auch nicht irgendwie... ...20 Runden gespielt oder so. Ich muss mich jetzt mal heilen gleich. Der darf jetzt nicht mehr treffen. Ich muss hier noch runterfahren. Oh ja, ja, Savage Bleeding, das tut auf jeden Fall weh erstmal. Come on. Fuck, ich krieg mich gar nicht ganz hochgeheilt. Das Auto wurde auch gut getroffen, auf jeden Fall. Okay, died to an explosion. Das ist auch neu. Stand da auch noch nie so. Ich habe jetzt keine Bandagen mehr, das ist richtig kacke. Ich muss noch irgendwo First Aid Kits herbekommen. Wo könnte es denn hier oben First Aid Kits geben? Und Bandagen am besten, beides. Hier vorne vielleicht dann im Haus, wenn ich Glück habe. Doppelbomber da drüben. Gucken wir doch mal schnell. Hier war auf jeden Fall noch keiner. Hier liegt ein T-Shirt. Wir nehmen auch die Caps gerade mal mit. Alles mitnehmen, was man mitnehmen kann. Hier die Hüte. Habe ich noch meinen Helm? Ja, habe ich noch. Hier liegt noch eine AR. Oh, nice. Wurden, wurden. Ach, come on, ich habe doch gewechselt. Machen wir mal kurz zerreißen. 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 Zerreißen.
Und nochmal zerreißen. Jetzt haben wir einen zu viel. Wir haben aber nichts mehr, was wir noch zerreißen könnten. Deswegen haben wir jetzt nur 4 Bandagen. 2 davon müssen wir fast direkt benutzen. Das ist ein bisschen schade. Und mal hier raus. Weiter geht die wilde Fahrt erstmal. Ja, das ist komplett safe hier. Können wir kurz hier vielleicht looten. Vielleicht haben wir Glück und da hat jemand einen Rucksack liegen lassen noch und so. Vielleicht haben wir auch Pech und sterben hier, aber dann haben wir es wenigstens riskiert. Oh, First Aid Kit, perfekt. Hier hinten war auch zumindest noch keiner drin. Oder sonst würden hier nicht mehr die Waffen liegen, Freunde. Die hier gerade liegen. Da liegt auch noch eine Shotgun. Noch ein Rucksack. Können wir alles noch schnell zerreißen. Zack. Zack. Ich dachte gerade kurz, da kommt ein Auto. Hier sind Flaming Arrows, sehe ich gerade. Das ist Bundle Contains. Huh. Nehmen wir mal mit. Zack. Dann werfen wir eine AR weg. Dann müssen wir noch den Bogen mitnehmen. B drücken. Nochmal B. Ah, ich drücke V. Warum drücke ich V? B. 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 Ah, hier hat das. Okay. So, fahren wir mal weiter hier, Freunde. Schon wieder einer nach einer Explosion gestorben. Das haben die auch neu, die Message. Explosion stand vorher nicht drin. Hier nehmen wir mal Sparkplugs jetzt nicht raus, dauert mir einfach zu lange. Wenn ich am Ende vom Pickup geholt werde, dann wisst ihr, was ich falsch gemacht habe. Hier liegen manchmal auch First Aid Kits. Ich sehe da, glaube ich, auch schon. Ne, ich sehe da keins. Ah, doch, da rechts liegt eins. Haben wir schon mal 2. Hier nochmal Sprit. Hier nehmen wir auch wieder Sparkplugs raus. Einfach Spaß an der Laune. Eieiei. So, haben wir 2 First Aid Kits. Und auch sonst eigentlich ganz gut gelootet. Jetzt müssen wir nur irgendwie erstmal in Sicherheit fahren. Boah, nicht auf einmal irgendwer auf uns schießt. Und wir müssen noch 2 Bandagen nehmen, sehe ich gerade. Aber wir haben genug gemacht mittlerweile, von daher geht es klar. Ja, ja, Freunde. Die Dinger packen wir mal hier oben mit zu. Zack, zack. 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 Kann man das nämlich zumachen. Dann packen wir die auch hier oben mit zu. Hier unten mit rein. Eigentlich können wir die wegwerfen. Ah. Die sind egal, wo die sind. Das hier unten. Das hier unten. Das hoch. Das hoch. Das hoch. Das brauchen wir gerade nicht. Das auch nicht. Und dann können wir das alle zumachen und haben hier alles auf einen Blick, was wir so öfter mal brauchen jedenfalls. Hier können wir die 3 noch, ja, können wir nicht ganz. 2 können wir noch unterpacken. Aber 6-mal Sprit reicht auch erstmal. Hoffe ich zumindest. Jetzt fahren wir hier ein bisschen rum. Durchsuchen mal die Gegend so ein bisschen. Vielleicht finden wir ja einen Gegner, den wir vielleicht auch mit dem Flaming sogar mal abschießen können. Ich will mal wissen, was dann passiert. Vielleicht passiert da irgendwas Lustiges. Vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Gucken wir mal, ne? Hier ist auf jeden Fall nichts los erstmal. Ich weiß nicht, ob die den Autosound auch allgemein geändert haben. Werden auch wieder Folgen mit Eiffel kommen. Und auf Gaming Ninjas kommen jetzt immer unsere 5er Folgen. Die schneidet MG mal ein bisschen zusammen. Könnt ihr gerne mal reingucken. Ja, Link ist in der Abo-Box bei mir. Also wenn ihr auf meinen Kanal geht, da rechts direkt seht ihr das.
Falls ihr noch nicht wusstet, dass da ein Link ist. Da ist ein Link zu den Gaming Ninjas. Also zu unserem Privatkanal. Das Gas sieht doch anders aus, oder meine ich das nur? Ich meine, das sieht anders aus. Wir müssen jetzt wieder runter quasi. Wir werden jetzt am Fuß des Berges irgendwo hingehen. Ich meine, das Gas sieht anders aus. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja. Ich weiß noch nicht, wann wieder Videos mit Ifi kommen. Bestimmt in nächster Zeit, weil der hat jetzt die 300 Abos geknackt und jetzt ist er abgehoben natürlich. Und will nicht mehr mit mir aufnehmen, weil ich nur 2433 Abos habe. Zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich gerade aufnehme. Sei gesagt, kann ja sein, dass morgen mal, was weiß ich, Nebelnik oder so auf die Idee kommt, meinen Kanal mal zu empfehlen anderen Leuten. Kann ja immer mal passieren, sowas. Dann habe ich auf einmal viele, viele neue Abos. Also falls ihr ein neuer Abonnent seid, hallo, cool, dass ihr hier seid. Falls ihr alte Abonnenten seid, ihr wisst ja, dass ihr cool seid. Euch muss man das ja nicht noch extra sagen, hoffe ich jedenfalls. Falls doch, ihr seid auch cool. Eieiei. Wohin fahren wir? Da ist der Berg. Fahren wir überhaupt noch? Ja, wir fahren noch. Da unten ist ein Auto. Der hat uns gespottet. Fuck, der trifft. Warum müssen die Gegner immer treffen? Verfolgt er mich? Ich will ungern abwarten hier, ob der mich verfolgt. Weil dann bin ich im Zweifel eher tot. Ah ja, ja, schon zweimal Feindkontakt gehabt und beides mal überlebt. Das ist doch nice. Ich sollte das Auto aber jetzt irgendwie mal austauschen oder so. Ist Lompein noch safe? Lompein ist noch safe. Dann holen wir uns nämlich kurz einen neuen Jeep, Freunde. Also eigentlich einen alten, aber eigentlich einen neuen, aber eigentlich einen alten. Ihr wisst, was ich meine. Habe ich ja ein paar Jeeps stehen lassen vorhin. Hoffentlich reicht der Benzin bis da. Vorne steht ein Pickup. Das ist gefährlich hier, Freunde. Hier liegen auch Lootsäcke auf jeden Fall rum. Und hinter mir ist jemand. Ah, das Polizeiauto ist wieder da. Fuck. Verfolgt er mich immer noch? Ich weiß es nicht. Oh, fuck. Was mache ich? Kurz der Jeep wäre weg. Oh, wo habe ich das hier? Niegelnagelneu, Freunde. Und ich sehe auch das Polizeiauto gerade nicht mehr. Das heißt zwar nichts, aber ich sehe es nicht mehr. Neue Safe Zone ist da, alles klar. Alles Klärchen im Beherrchen. Wir müssen hier weg. Das heißt auch, falls hier jemand ist, wird er sich auch bewegen müssen. Hier hatten wir ja vorhin auch Fußgängerkontakt. Da hinten fährt das Polizeiauto. Ist natürlich nicht so nice. Hat mich, glaube ich, auch jetzt schon gespottet wieder. Steht da auf jeden Fall rechts irgendwo. Ja, steht da. Da oben läuft einer. Okay. Okay, okay. Vielleicht wollte das Polizeiauto da unten abstellen und dann nach oben laufen. Gar nicht so eine schlechte Idee, damit man nicht weit gesehen wird natürlich.
manchmal sollte man eher riskieren, gesehen zu werden, als irgendwie dann nicht schnell weg zu können. Eieiei. Irgendwie ist schon lange keiner mehr gestorben, habe ich so im Gefühl. Und zack, ist jemand gestorben. Ich hätte es eher sagen sollen, glaube ich. Oh Gott, was mache ich hier mit dem Auto? Oh, come on! Ja, nochmal gedreht. Glück gehabt. Wie weit ist das hier safe komplett? Das sollte passen mit dem Bomber. Ja, das passt. Sollte auch nicht zu viel nach hinten. Der Stein kam noch out of nowhere, oder? Ah, jetzt liege ich auf dem Rücken. Komm, jetzt müssen wir laufen. Keine Chance, keine Chance. Da werde ich bei Steam angeschrieben. Eieiei. Irgendwo kommt ein Auto. Okay, dreht er noch eine Runde wahrscheinlich. Mein Auto ist explodiert. Der schießt auf mich. Der trifft. Der trifft nochmal. Der kommt angefahren. Fuck, fuck, fuck. Nein, der holt mich. Come on, das gibt es nicht. Aber ich nehme die Folge trotzdem, weil ich euch die Neuerung einfach auch mal zeigen wollte. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Bis dahin, haut rein. Ciao.